Wir haben ein ernstes Problem. Es ist jemand unter uns, der das unkontrollierbare Verlangen hat, zu töten. Das war kein Schreckgespenst. Es war BTK. Er übertraf jede Horrorfantasie. BTK war ein Serienkiller, der buchstäblich seinen Stempel auf die Stadt Wichita gesetzt hat. Er hat über einen Zeitraum von 30 Jahren Morde an Männern, Frauen und Kindern geplant und ausgeführt. Uns liegt ein Brief vor, der von dem Serienmörder BTK stammen könnte. Er hat die Polizei verhöhnt. Er hat jeder Frau Angst gemacht. Ein berüchtigter Mörder hält die Bürger von Wichita jahrzehntelang in Angst und Schrecken, während er sich unter ihnen verbirgt. Nun wird BTKs grausames Doppelleben von jemandem enthüllt, der ihm am nächsten stand. Vor 2005 dachte ich, mein Leben wäre der amerikanische Traum mit tollen Eltern und einem schönen Haus. Dann erfuhr ich, dass alles eine Lüge war. Wichita war eine Stadt, in der Kinder unbeschwert Glühwürmchen fangen und herumradeln konnten. Ideal zum Aufwachsen. Keiner hat die Tür abgeschlossen. Ich bin hier aufgewachsen, wie auch meine Familie. Die Menschen sind toll, der Stadt ging es wirtschaftlich gut. Viele von uns leben noch in der Region. Wichita war eine Industriestadt, bekannt für den Flugzeugbau. Cessna hat hier produziert, genauso wie Beechcraft, Learjet und andere Hersteller wie die Coleman Company. Die florierende Großstadt zieht Menschen aus dem ganzen Land und der Welt an. Die Familie Otero ist erst vor kurzem aus Panama hierher gezogen, da der Vater Joseph Otero eine Anstellung als Flugzeugmonteur gefunden hat. Wir hatten 7 Jahre lang am Panama-Kanal gewohnt. Dann haben wir für den Job in Wichita alles zusammengepackt und sind von meinen Großeltern in Puerto Rico hierher geflogen. Ich war 15 und im ersten Jahr an der High School. Das älteste von 5 Kindern. Es wird kalt, also ziehen Sie sich warm an. Danny und Carmen waren an der Junior High School, Joey und Josie an der Grundschule. Ich stand als Erster auf, dann machten sich Danny und Carmen fertig und schließlich Joey und Josie. An einem kalten Januarmorgen im Jahr 1974 wird Wichitas Ruf als friedliche Gemeinde jäh zerstört, zusammen mit dem Leben der Oteros. Ich weiß noch, wie ich auf unser Haus zulief und durch das Gartentor ging. Da saß mein Hund Lucky. Lucky war nie draußen. Ich ging ins Haus und ahnte, dass etwas nicht stimmte. Die Handtasche meiner Mutter lag auf dem Herd. Alles war rausgefallen. Ich rief, ist jemand zu Hause? Danny und Carmen sagten, komm schnell, Papa und Mama wollen uns Angst machen. Ich rannte den Flur runter und sah meine Eltern. Es war, als würde mir jemand das Herz aus der Brust reißen. Die Augen meines Vaters traten hervor. Er hatte einen Gürtel um den Hals. Seine Haut war kalt. Sie waren tot. Die Telefonleitung wurde durchtrennt. Vater und Mutter fand man im Schlafzimmer. Die Mutter lag mit dem Rücken auf dem Bett. Sie war gefesselt. Der Vater wurde stranguliert. Er war an Füßen und Händen gefesselt. Ich flehte die Polizisten an. Joey und Josie dürfen das nicht sehen. Bringt sie zu mir.
Schließlich sagten sie, die beiden sind im Haus, sie sind tot. Danach weiß ich nichts mehr. Es bricht mir immer noch das Herz. Der kleine Junge lag in seinem Zimmer. Er wurde auch mit Jalousieschnüren gefesselt und hatte eine Plastiktüte und T-Shirts über dem Gesicht. Die Abdrücke im Teppich zeigten, dass der Täter einen Stuhl genommen und dabei zugesehen hat, wie der Junge erstickt ist. Das hat einige der Polizisten sehr mitgenommen. Das erst 11-jährige Mädchen war im Keller. Josie wurde halb erhängt. Sie hatte eine Schlinge um den Hals, die an einem Abflussrohr hing. Sie wurde nicht vergewaltigt, aber im Keller wurde Sperma entdeckt. Ich weiß noch, wie ich am Tatort ankam. Im Gegensatz zu sonst sagten die Ermittler kein Wort. Es war ein Schock. Alle waren bestürzt. Die Polizei steht den bizarren, brutalen Morden ratlos gegenüber. Alle Ermittler gingen anfangs davon aus, dass der Täter sich an den Oteros rächen wollte. Sie nahmen an, dass eine Fehde dahinter steckte. Derjenige hatte sich viel Zeit genommen und ist geschickt vorgegangen. Die Beamten durchleuchten die Familiengeschichte der Oteros. Sie analysieren die fachkundigen Knoten, die der Mörder gebunden hat, und suchen landesweit nach Verbrechen, die Parallelen aufweisen. Auch das FBI wird eingeschaltet. Doch alle Ermittlungen laufen ins Leere. Und in der Stadt geht die Angst um. Die Bürger standen unter Schock. Je mehr Details bekannt wurden, desto größer wurde die Angst. Es war verstörend. Zuvor hatte kaum einer die Haustür abgeschlossen. Nun verriegelten die Leute alle Türen und prüften ihre Telefonleitungen. Nach dem Mord an meiner Familie fühlte sich mein Herz völlig leer an. Ich spürte nur ihren Schmerz, wie sie gelitten haben, als sie starben. Bis heute zerreißt es mir das Herz. Der Mord an der Otero-Familie verfolgt Wichita noch, als nur wenige Monate später ein weiterer teuflischer Mord geschieht. Die College-Studentin Catherine Bright kam mit ihrem Bruder nach Hause. Jemand war in ihr Haus eingebrochen. Drin begegneten sie dem Mörder. Er fesselte sie in unterschiedlichen Zimmern. Kevin kann sich befreien. Er stellt sich dem Mörder entgegen, der ihm zweimal in den Kopf schießt. Dennoch kann Kevin entkommen und um Hilfe rufen. Dem Killer wurde klar, dass er die Situation nicht mehr unter Kontrolle hatte. Er zog ein langes Messer und begann, auf Catherine einzustechen. Die Tat wurde damals nicht mit dem Mord an den Oteros in Verbindung gebracht, da der Täter völlig anders vorging. Der schwer verwundete Kevin kann den Angreifer nur als einen großen weißen Mann beschreiben. Zu dürftig für eine Fahndung. Im Oktober 1974 erscheint ein Zeitungsbericht über inhaftierte Sexualtäter, die gestanden haben, die Oteros ermordet zu haben. Einer Person gefällt das gar nicht. Das war der Mörder gar nicht recht. Er wollte im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Also kontaktierte er die Zeitung Wichita Eagle. Er sagte, dass in einem Buch in der Stadtbibliothek ein Brief hinterlegt wurde. Der Inhalt war schaurig. Er gab Details vom Tatort wieder, die nur jemand kennen konnte, der dort war. Josephine, Position, am Hals hängend im nordwestlichen Teil des Kellers. Hände mit Jalousieschnur gefesselt. Schlinge mit 4 oder 5 Windungen. Wahrscheinlich bezeichnen sie mich als Psychopathen. Ich weiß nicht, wo dieses Monster in mein Gehirn eindrang. Aber es wird bleiben. Es hat bereits die nächsten Opfer ausgewählt. Viel Glück bei der Jagd. Good luck, honey. Sein Markenzeichen sei Bind, Torture, Kill. Fesseln, Foltern, Töten. Kurz BTK.
Uns war sofort bewusst, dass wir einen Serienmörder in unserer Gemeinde zu haben schienen. Wir mussten ihn so schnell wie möglich finden. Oder wir würden höchstwahrscheinlich weitere Opfer haben. Doch zu ihrer Überraschung schlägt BTK 1974 nicht mehr zu. Auch nicht 1975 und 76. Man denkt sich, wo ist er hin? Ist er tot? Im Gefängnis? Mordet er irgendwo anders? Uns wurde gesagt, wenn dies ein Serienkiller ist, dann wird er weiter töten. Ein Psychopath will normal erscheinen. Er will sein Inneres nicht zu erkennen geben. Also legt er sorgfältig Masken an, damit er einfach nur wie ihr Bruder, ihr Nachbar, ihr Sohn, ihr Ehemann oder Vater erscheint. Mein Bruder wurde 1975 geboren. Wir sind 3 Jahre auseinander. Meine Mutter sagte zu meinem Vater, ich habe Angst, BTK hat diese Morde begangen. Er sagte, dir wird nichts zustoßen. Nachdem mehr als 2 Jahre lang nicht über BTK berichtet wurde, wähnen sich die Bürger von Wichita in Sicherheit. Aber am 17. März 1977 wird diese Illusion gewaltsam zerstört. Meine Mutter schickte mich zum Einkaufen. Sie war krank. Ich sollte eine Suppe besorgen. Auf dem Rückweg hielt mich BTK auf dem Bürgersteig an. Er zeigte mir ein Foto. Weißt du, wer das ist? Ich sagte nein. Er ging weiter. 15 Minuten später klopfte es an unsere Haustür. Ich machte auf. Da stand wieder dieser Mann. Er ging einfach ins Haus. Da kam meine Mutter aus der Schlafzimmertür. Was zur Hölle ist hier los? Er zog seine Waffe. Mama sagte, tu, was er sagt. Er befahl meiner Mutter, Decken und Spielzeug ins Bad zu bringen. Wir Kinder mussten ins Bad. Er spannte ein Seil zwischen Türknopf und Waschbecken und schob ein Bett vor die andere Tür. Dahinter wurde meine Mutter ermordet. Ich habe durch den Türspalt gelugt und alles gesehen. Sie war nackt, Beine zusammengebunden, Hände hinterm Rücken gefesselt, Gesicht nach unten. Mein Bruder hat das Fenster im Bad eingeschlagen und um Hilfe gerufen. Ich rannte gegen die Tür, bis sie kaputt war. Ich habe verzweifelt versucht, das Seil zu lösen, aber es war hoffnungslos. Hätte ich doch nur die Knoten öffnen können. Aber ich war erst 5 Jahre alt. Was hätte ich tun können? Der traumatisierte Junge versucht der Polizei, den Mörder seiner Mutter zu beschreiben. Doch auch seine Angaben sind zu vage. Ich war jahrelang traumatisiert. Wie kann man je über so etwas hinwegkommen? Insbesondere ein 5-Jähriger. Dieser Mann konnte nicht normal aufwachsen und sich ein Leben aufbauen, weil er an diesem Tag durch den Türspalt gespäht hat und mit ansah, wie seine Mutter stranguliert wurde. Als ich etwa 13 war, wurden bei mir 27 unterschiedliche Persönlichkeiten diagnostiziert. Ich begann zu kiffen und zu trinken. Ich wurde zum Alkoholiker und Junkie. Was wäre nicht passiert, wäre meine Mutter noch am Leben. Wir wussten, dass wir jemanden unter uns hatten, der ein Monster war.
Das war kein Mensch, sondern ein Monster, der das machte. Obwohl es Unterschiede beim Tathergang gibt, ist die Polizei überzeugt, dass es sich um denselben Täter handelt, der auch die Oteros umbrachte. Aber man wollte keine Panik schüren. Die Verbindung zwischen diesen Fällen sollte erst bekannt werden, wenn man sich absolut sicher war. Die Ermittler versuchen, die Geschichte unter Verschluss zu halten. Doch 7 Monate später ruft der Mörder selbst bei der Polizei an, um sein neuestes Opfer zu melden. Nancy Fox war ledig und lebte alleine. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, bot sich ihnen ein verstörendes Bild. Sie lag stranguliert in ihrem Bett. Man hatte ihr Kleidung abgenommen. Füße und Hände wurden gefesselt. Der Mörder hatte auf ihr Nachthemd ejakuliert, es zur Seite geworfen und dort zurückgelassen. Kein Zweifel, das war BTK. Die Aufnahme wird von Experten analysiert. Auffällig ist die ungewöhnliche Aussprache des Anrufers. Doch die Analyse liefert kein Ergebnis. Wir versuchten, eine Verbindung zwischen den Opfern herzustellen, aber die gab es nicht. Wir sind zum FBI-Hauptquartier geflogen, haben Experten kommen lassen. Was hätten wir noch tun können? 9 Wochen später erreicht ein Brief von BTK den örtlichen Fernsehsender Cake TV. Er verlangt, dass die Öffentlichkeit von ihm erfährt. Wie viele Leute muss ich töten, bis die Zeitungen über mich berichten? Meinen die Polizisten, dass es keine Verbindung zwischen diesen Morden gäbe? Josephine hat mich angetörnt, als ich sie erhängt habe. Sie verstehen das nicht, da sie nicht unter dem Einfluss von Faktor X stehen. Ob es ein sexueller Trieb oder eine Stimme in seinem Kopf war, ein Dämon, es war seine Erklärung für diese Morde. Der Brief enthält auch ein verstörendes Gedicht über Nancy Fox und eine Zeichnung, die sie gefesselt auf dem Bett zeigt. Als habe er dort gesessen und sie beim Sterben skizziert. Furchtbar. Am Ende des Briefes schrieb er, das waren 7 und es werden noch viele folgen. Tage später entdecken die Redakteure der Wichita Eagle ein Gedicht, das der Mörder über Shirley Wyam schrieb. Er schwelgt in seiner Verdorbenheit. Gefesselte Shirley, wirst du mein sein? Schrei noch nicht, noch spürst du nicht die Leine. Liege auf dem Kissen, denke an mich, den Tod und wie es werden wird alleine. BTK. Polizeichef Le Mannion hat keine Wahl. Er muss die Bürger wissen lassen, dass unter ihnen ein Serienmörder lebt. Wir mussten vortreten und ihm geben, was er wollte, damit er nicht weiter tötete. Bei uns ist Polizeichef Richard Le Mannion. Wir haben jemanden unter uns, der das unkontrollierbare Verlangen hat, zu töten. Wir haben nicht nur zu den Bürgern von Wichita gesprochen, sondern auch zu ihm, um ihn wissen zu lassen, wir haben verstanden. Du hast unsere Aufmerksamkeit. Nun arbeite mit uns zusammen. Kein Zweifel, die im Brief genannten Details konnte nur eine Person kennen. Und zwar der Killer. Nun erfuhr die Öffentlichkeit zum ersten Mal von BTK und der Tatsache, dass wir es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Die Leute hatten Angst, ihr Leben würde nie wieder dasselbe sein. Doch nachdem Le Mannion im Fernsehen die Bombe platzen ließ, taucht BTK wieder unter. Und seine Spur verliert sich. Uns wurde gesagt, dass ein Serienkiller innerhalb einer gewissen Kategorie tötet. Etwa bevorzugt Knaben, Krankenschwestern oder Prostituierte. Aber hier gab es keine Kategorie. Die Opfer wirkten willkürlich ausgewählt. Die Experten meinten, dass es sich um einen Einzelgänger handelte. Aber das glaubte ich nicht.
Dieser Mann war ein Mitglied unserer Gemeinde. Deshalb konnten wir ihn nicht finden. Er war einer von uns. Ich wurde im Juni 1978 geboren, in Wichita. Wir waren eine typisch traditionelle Durchschnittsfamilie. Ich hätte nie gedacht, dass mein Vater Geheimnisse hat. Er war einer der durchschaubarsten, langweiligsten Normalos, die man sich vorstellen kann. Es war so unwirklich und schrecklich zu erfahren, dass er ein sadistischer Psychopath ist. BTK hat 7 Menschen getötet. Welche Spuren haben Sie? Zugegeben, wir haben keine stichhaltige Spur. Nichts, das auf eine bestimmte Person hinweist. Nachdem der Polizeichef 1978 im Fernsehen öffentlich gemacht hatte, dass es einen Serienmörder gab, hat BTK sich eine ganze Weile ruhig verhalten. Weshalb er diese Phasen hatte, das weiß nur er. BTK. 1984 stellt Le Mannion eine Sondereinheit von Ermittlern zusammen, die den Fall BTK untersuchen sollen. Die Medien nennen sie Ghostbusters, die Geisterjäger. Wir werden den Fall lösen. Die Frage ist nur, wann. Die Ermittler transferieren die vielen Akten aus den vergangenen Jahren auf Computer. Sie entwickeln neue Täterprofile und Listen von Verdächtigen. Sie befragten Hunderte von Männern und folgten etlichen Spuren. Wir fanden die Zusammenhänge nicht. Le Mannion ist dankbar, dass BTK in Wichita seit 1977 keine weiteren Morde begangen hat. Zumindest keine, die der Polizei bekannt sind. Doch im benachbarten Park City könnte die Geschichte anders aussehen. Es gibt 6 Kleinstädte, die an Wichita angrenzen. Eine davon ist Park City. Die meisten Leute kennen sie nur vom Durchfahren, auf dem Weg zum Highway. Für die kleine Carrie Rawson ist Park City ihre Heimatstadt. Mein Zimmer lag gegenüber vom Schlafzimmer meiner Eltern. Mein Vater kümmerte sich um den Garten, meine Mutter um das Innere des Hauses. Er saß gerne an seinem Platz und wir hatten nichts in seinen Sachen zu suchen. Mit ihm spielte man am besten im Garten oder ging spazieren. Als Kind lernt man instinktiv, wie man mit seinem Vater umzugehen hat. Ich habe mit meinem Vater viel Zeit verbracht. Wir sind zum Zelten gefahren und zum Angeln. Jeden Sonntag mussten wir in die Kirche gehen. Wir waren eine typische amerikanische Familie im mittleren Westen. Oft war mein Vater für mich mein bester Freund. Park City hat den Albtraum, den BTK in Wichita geschürt hat, nur am Rande miterlebt. Doch in einer kalten Aprilnacht im Jahr 1985 geschieht ein Mord, der die Ermittler vermuten lässt, dass der Killer weitergewandert ist. Mrs. Hedge lebte 7 Häuser weiter in unserer Nachbarschaft. Manchmal war sie im Garten, wenn wir vorbeispazierten, und meine Eltern haben sie gegrüßt. Dann erfuhr ich, dass ihre Leiche gefunden wurde. Sie wurde erwürgt. Die Leiche war nackt und stark verwest. In dem Wassergraben wurde auch eine Strumpfhose gefunden. Doch laut Polizei sind dies die einzigen Hinweise, die vorliegen. Wir konnten es nicht beweisen. Ich weiß noch, dass 2 Ermittler sagten, das war BTK. Und einige andere, nein, das war er nicht. Ein Jahr später wird in Wichita die 28-jährige zweifache Mutter Vicky Waggerly in ihrem Haus erwürgt, während ihr Kleinkind im Nebenzimmer spielt. Sofort steht ihr Ehemann unter Verdacht. Ihr Mann kam zum Mittagessen nach Hause. Er fand seinen Sohn alleine vor und rief nach seiner Frau. Zuerst dachte er, sie wäre kurz einkaufen gegangen. Eine halbe Stunde später fand er sie im Schlafzimmer, zwischen dem Bett und dem Nachttisch liegend.
Natürlich verdächtigte die Polizei zuerst ihren Ehemann. Das ist immer der erste Verdächtige. Zudem war er länger in dem Haus gewesen, ohne sie zu finden. Der Fall wurde nie gelöst. Es kam zu keiner Verhaftung. Ende 1986 geht die Polizei von Wichita davon aus, dass BTK seit einem Jahrzehnt keine weiteren Opfer eingefordert hat. 2 Jahre, nachdem die Sondereinheit aufgestellt wurde, wird sie wieder aufgelöst. Wir haben ihn nicht gefasst, wohl aber eine solide Grundlage geschaffen. 1988 quittiert Lemanian den Polizeidienst. Als ich in Rente ging, war alles dokumentiert. Die Spur war kalt geworden. Aber die Akte wurde nie ganz geschlossen. Wir hatten alles getan, was wir damals tun konnten. Doch er geht mit dem nagenden Wissen, den Mörder nicht gefasst zu haben. Als Polizist hat man die Aufgabe, alles unter Kontrolle zu bringen. Doch in diesem Fall konnten wir das nicht. Dass wir den Täter nicht identifizieren konnten, war extrem frustrierend. 1991. Die Polizei geht davon aus, dass BTK seit fast 14 Jahren nicht mehr getötet hat. Doch dann geschieht in Park City ein weiterer grausamer Mord, der einige vermuten lässt, dass der Killer noch immer unter ihnen weilt. Dolores lebte alleine mit ihrer Katze. Die Umstände ihres Falls waren rätselhaft. Jemand hatte die Verandatür mit einem Betonziegel eingeworfen. Meine Schwester rief an und sagte, dass unsere Mutter vermisst wurde. Ich fragte sie sofort, woher sie das wusste. Das Verbrechen wird von Dolores' Lebenspartner entdeckt. Neben dem Betonziegel und den Glasscherben liegen mehrere ihrer Schuhe. Das Bett wurde abgezogen, die Laken sind verschwunden. Tagelang sucht man nach Dolores Davis. Ihr Sohn Jeffrey fliegt von Orlando ein. Bei seiner Ankunft hat sich die schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Ihre Leiche wurde unter einer Brücke gefunden, in Sedgwick County. Sie war an der Hüfte gefesselt, die Verwesung hatte eingesetzt. Nahe der Leiche lag eine Porzellanmaske. Der Fall oblag der Polizei von Park City und Sedgwick County. Fest stand, dass sie in ihrem Wagen dorthin gebracht wurde. Darüber hinaus hatte man kaum Hinweise. Die Medien berichteten darüber, aber es galt als ungelöster Fall. Die Jahre vergehen und die Leute fragen sich, was aus BTK geworden ist. Es wurde vermutet, dass er wegen eines anderen Verbrechens inhaftiert wurde, dass er das Land verlassen hatte oder tot war. Manche argwöhnten, dass er immer noch unter uns lebte. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Wie ich mich täuschte. BTK bekannte sich dazu, von 1974 bis 1977 in Wichita 7 Menschen ermordet zu haben. 4 Mitglieder der Otero-Familie wurden am 15. Januar 1974 gefesselt und stranguliert in ihrem Haus aufgefunden. Im April desselben Jahres wurde die 21-jährige Catherine Bright sein 5. Opfer. 3 Jahre später wurde die 24 Jahre alte Shirley Vian stranguliert in ihrem Haus aufgefunden. Und 9 Monate später die 25-jährige Nancy Fox, ebenfalls in ihrem Haus. 15. Januar 2004, der 30. Jahrestag von BTKs ersten Morden. Die Medien berichten über ihn. Es heißt, dass ein Serienkiller nach 27 Jahren kaum erwarten kann, in Erinnerung geblieben zu sein. Ein Kriminologe sprach mit Reportern über die Otero-Morde und erwähnte, dass viele seiner Studenten nie von BTK gehört hatten, weil so viel Zeit verstrichen war. Er meinte, dass BTK wohl nicht nochmal auftauchen würde. 2004 erinnerte sich kaum jemand an ihn. 2004 lebte ich mit meinem Mann in Michigan und arbeitete als Aushilfslehrerin. Ich konnte mich weder an die Abkürzung BTK erinnern, noch an ungelöste Mordfälle. BTK, fesseln, foltern, töten. 30 Jahre sind seit den Otero-Morden vergangen.
Trotz Lippenbekenntnissen verfolgt auch die Polizei den Fall nicht mehr. Laut Lieutenant Landwehr gilt BTK als ungeklärter Fall. Doch die Ermittlungen laufen fort. Wir kriegen immer noch 5 bis 6 Hinweise im Jahr, denen wir nachgehen. Und wir halten nach neuen Technologien Ausschau, um den Täter zu finden. Die Morde haben das Leben in der Stadt verändert. Doch sie haben es mit einem Täter zu tun, der sich nicht so leicht absetzen lässt. BTK erkannte, dass er in Vergessenheit geriet. Das nagte an seinem Ego. Niemand sollte ihn vergessen. Er hatte seit einer Weile nicht mehr gemordet, aber er wollte, dass seine Taten anerkannt wurden. Also schickte er einen Brief an die Wichita Eagle, um uns wissen zu lassen, wie gefährlich er noch war. Der Brief wird den Mordermittlern Kelly Otis und Dana Gouch übergeben. Er enthielt Polaroid-Fotos von Vicky Waggerly auf dem Schlafzimmerboden liegend, sowie eine Kopie ihres Führerscheins, der nach ihrem Tod verschwunden war. Die Leiche wurde für die Fotos positioniert, entweder vom Mörder selbst oder von seinem Komplizen. Vicky Waggerly wurde 1986 stranguliert. Als die Ermittler das Kürzel am unteren Ende des Briefes sehen, zeigt sich, wer der Täter war. Ich hatte dieses Symbol schon auf anderen Briefen gesehen. Ein B in Form von Brüsten mit einem T und einem K. Dieses Emblem wurde nie publik gemacht. Anscheinend handelte es sich tatsächlich um BTK. Demnach wäre die junge Mutter das 8. Opfer des berüchtigten Mörders. Und nach 2 Jahrzehnten würde endlich die Last des Verdachts von ihrem Ehemann abfallen. Die Ermittler legen den Brief Lieutenant Landwehr vor. Er betrachtete die Fotos von Vicky Waggerly und sagte: Meine Herren, gehen Sie nach Hause und küssen Sie Ihre Familie. Wir werden daran sehr lange arbeiten. Er hatte recht. Wir haben Informationen über einen Brief, der von dem Serienkiller BTK stammen könnte. Die Polizei nimmt an, dass BTK noch in Wichita lebt. Es war sein Markenzeichen, seine Morde in Briefen an die Zeitung darzustellen und die Polizei zu verhöhnen. Alle waren völlig schockiert. Jeder dachte, es kann doch gar nicht sein, dass er noch hier ist. Wer alt genug war, um sich an die Morde zu erinnern, spürte wieder diese Angst. Was, wenn er wieder zuschlägt? Eine ganze Generation hatte BTK weder gekannt noch gefürchtet. Nun tauchte er wieder auf und machte auch dieser jungen Generation Angst, insbesondere den Frauen. Die Polizei hat diese Drohung sehr ernst genommen. BTK schien zu verkünden, dass er wieder aktiv war, auf der Lauer lag und eine Gefahr darstellte. Lieutenant Landwehr stellt umgehend eine Spezialeinheit auf. Es ist die 2. in 2 Jahrzehnten, die BTK zu fassen versucht. Wir sollten den berüchtigten Mörder von Wichita finden. Den Kerl, vor dem ich als Kind Angst hatte. Nach 24 Stunden hatten wir 200 Hinweise, nach 48 Stunden 700. Die Ermittler wissen, dass es schwer sein wird, den flüchtigen Serienmörder zu fassen. Aber sie haben einen großen Vorteil gegenüber ihren Kollegen in den 1970ern. Wir schienen BTKs DNA zu haben. Die Möglichkeit gab es damals noch gar nicht. 1986 hatte man Blut- und Hautpartikel unter Vicky Waggerlys Fingernägeln gesichert. Doch die DNA-Analyse steckte noch in den Kinderschuhen. Im Fall der Oteros und Nancy Fox wurde Sperma gefunden. Doch damals war die DNA-Analyse noch nicht einmal ein Begriff. 2004 ist das anders. Wir hatten dasselbe DNA-Profil bei den Oteros, bei Nancy Fox und Vicky Waggerly. Wir mussten also nicht mehr herausfinden, wo eine genannte Person zum Tatzeitpunkt vor 30 Jahren war. Wir brauchten nur eine DNA-Probe. Wir haben rund 5000 Tipps geprüft und etwa 1800 DNA-Proben genommen. Am 4. Mai 2004 trifft bei Cake TV ein zweiter Brief ein, der von BTK zu stammen scheint. Als ich ankam, liefen die Kameras. Sie filmten, wie die Ermittler den Umschlag abholten.
Am Mittwoch traf ein Brief in unserer Redaktion ein, der mutmaßlich von BTK stammt. Die Adresse wurde mit der Schreibmaschine getippt. Der Absender lautete Thomas B. King, 408 Clayton Street in Wichita. Die Adresse existiert nicht. Der Brief enthielt 3 Seiten. Der Brief enthält 13 Kapitelüberschriften, anscheinend für ein Buch, ein selbstgemachtes Wortsuchrätsel. Wir fanden die Worte. Sie betrafen sein Modus operandi. Er wollte uns stolz vorführen, wie er diese Morde begangen hatte. Er wollte seine Geschichte selbst erzählen, anstatt sie von anderen erzählen zu lassen. Er wollte alle überlisten und wieder davonkommen. Am meisten Angst machten mir die Kapitelüberschriften. Die letzte lautete: Wird es mehr geben? Wir hatten förmlich Todesangst. Die Kommunikation reißt nicht ab. Einen Monat später wird ein dritter Brief entdeckt. Er klebt an einem Stoppschild und berichtet in verstörenden Details über den Mord an der Otero-Familie. BTK beschrieb, wo jedes Opfer gefunden wurde, was derjenige anhatte und wie er gefesselt wurde. Wenn eine Person zufällig an einem kalten Januarmorgen im nordöstlichen Teil von Wichita draußen unterwegs war, könnte er einen Mann bemerkt haben. Der dachte sich, das ist die perfekte Falle. Er würde seine Opfer ganz für sich alleine haben. Er könnte sie fesseln, foltern und töten. Er befahl ihnen, ins Haus zu gehen. Dort stellte er die Familie mit Pistole und Messer. Dann legte er die Schlinge um den Hals des Mädchens, das nach Luft schnappte. Die Augen traten hervor, sie wurde ohnmächtig. Dann machte Rex eine Achterschlinge und legte sie um Julies Hals. Sie schrie, möge Gott dir vergeben. Dann zog er die Schlinge fest. Im Keller lag die gefesselte Josephine. Er trug sie zum Abflussrohr. Hab keine Sorge, sagte er, heute Abend wirst du mit den anderen im Himmel sein. Am 17. Juli hinterlässt er einen Brief in der Bibliothek, in dem er weitere Morde androht. Am 22. Oktober wird ein Brief mit BTKs fingierter Lebensgeschichte entdeckt. Er sah sich als einen genialen Verbrecher und fabrizierte diese Geschichte. Er versuchte, eine Persona zu erschaffen und bemühte lauter Klischees. Wie Le Mannion in den 1970ern ist auch Lieutenant Landwehr überzeugt, dass er BTK am besten über sein Ego in die Falle locken kann. Das FBI schlug vor, dass eine Person das Gesicht dieser polizeilichen Untersuchung sein sollte. Und die Entscheidung fiel auf Lieutenant Landwehr. Kenneth hat die entscheidende Rolle übernommen. Er sagte, wir werden genau vorbereiten, welche Informationen ich wann herausgebe. Es wurde ein Brief von Cake TV an uns weitergeleitet. Wir geben folgende Fakten über BTK an die Öffentlichkeit in der Hoffnung, ihn zu finden. Wir haben diese Meldungen für BTK inszeniert. Er behauptet, 1939 geboren zu sein. Er sollte weiter mit uns kommunizieren. Alle Kriminellen, die das taten, wurden am Ende gefasst. Wir mussten sein Ego streicheln. Dies ist einer der schwierigsten Fälle, die ich je hatte. Er sagte, es wäre extrem interessant, sich mit BTK zu unterhalten. Das war eine Einladung an BTK, ihn zu kontaktieren. Danke. Bekannt war, dass er 8 Menschen umgebracht hatte und zu seinem eigenen Entertainment mit uns kommunizierte. Die Gefahr war, dass ihm diese Kommunikation bald nicht mehr reichen und er nachlegen würde. Wir haben das Gefühl, dass er mit uns sprechen will. Die Polizei hat immer wieder gesagt, dass BTK gehört werden will. Ich habe die Berichte über BTK 2004 kaum verfolgt. Es ging um Verbrechen, die lange vor meiner Geburt begangen wurden. Es war komisch, diese Geschichten über die Stadt zu lesen, in der ich aufgewachsen bin. BTKs 6. Nachricht wird von einem Mann in einem Stadtpark entdeckt. Am 13. Dezember 2004. Eine weiße Plastiktüte. Im Innern ein in Plastik gewickeltes Objekt, so wie Nancy Fox Führerschein.
Nancy wurde 1977 getötet. Er schickte eine Puppe, die sie darstellte. Genau so war die Tote gefesselt, als man sie fand. Und genau diese Farben trug sie. Es war erschreckend, dass er den Mord nach fast 30 Jahren exakt so nachgestellt hatte. Der Killer schwelgt in den grausigen Details, wie er Nancy auswählte, sie verfolgte, in ihr Haus einbrach und auf ihrem Bett unterwarf. Ich legte meinen Gürtel über ihren Kopf um ihren Hals, zog ihn zusammen und flüsterte sanft in ihr linkes Ohr. Ich wurde wegen mehrfachen Mordes gesucht und sie war die Nächste. Aus Sicht einer Frau war diese Barbie-Puppe besonders furchteinflößend. Er schien allen Frauen da draußen drohen zu wollen. Dann platziert der Serienkiller seine siebte Botschaft, die beinahe verloren geht. Ein Angestellter der Baumarktkette Home Depot findet die Schachtel auf der Ladefläche seines Trucks. Er hielt den Karton für Müll. Er nahm ihn, warf ihn in seine Mülltonne und fuhr in den Urlaub. Ihm war nicht bewusst, dass dies ein wichtiger Hinweis war. Am 25. Januar 2005 erhält Cake TV die neueste Botschaft des Killers. Eine Postkarte. Betreff: Nördliche Straße, 69 bis 77, Ecke Seneca. Inhalt: Post-Cornflakes-Karton. Lasst mich wissen, ob ihr oder die Polizei die Botschaft Nummer 7 beim Home Depot erhalten habt. Wir fuhren sofort dorthin. Schließlich konnte der Karton gefunden werden. Eine abgeschiedene Gegend zwischen Valley Center und Park City. Hier hat BTK zum ersten Mal etwas außerhalb von Wichita City platziert. Schräger Humor. Er hatte auf die Frühstücksserialien Killer geschrieben, sprich Serial Killer. Im Inneren war eine Barbie-Puppe, die noch schauriger war. Denn das war Josie Otero. Sie hatte eine Schlinge um den Hals, die an einem Rohr festgebunden war. Wie Josie Otero. Als Frau fand ich das nicht nur schaurig. Mir wurde richtig schlecht. Uns war klar, dass ihm all das noch immer einen extremen Kick gab. Er war zu einem weiteren Mord fähig. Zu mehreren Morden. Das machte uns Angst. Im 2004 taucht der berüchtigte Serienkiller BTK wieder auf, nachdem es 25 Jahre lang still um ihn war. Er verhöhnt die Polizei von Wichita mit Botschaften, darunter auch Barbie-Puppen, die zwei seiner Opfer darstellen. Zuletzt hat er eine Postkarte an Cake TV geschickt, in der er auf ein Päckchen hinweist, das er vor Wochen bei dem Baumarkt Home Depot platziert haben will. Die Redakteure geben die Mitteilung an die Polizei weiter. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Wir wussten nichts von einem Paket, das bei Home Depot entdeckt wurde.
Ich rief sofort Lieutenant Landwehr an, der Ermittler zu den beiden Filialen in Wichita schickte. Doch sie finden nichts. In Aushängen bitten sie, die Polizei zu kontaktieren, sollte man etwas Auffälliges entdecken. Am nächsten Abend rief ein Angestellter an, der gerade aus dem Urlaub zurückgekommen war und den Aushang gesehen hatte. Er hatte einen Karton mit Cerealien in seinem Pickup gefunden und weggeworfen. Wahrscheinlich sei der Müll längst abgeholt worden. Kurz darauf rief er wieder an. Die Schachtel ist hier. Ich habe sie in meiner Küche. Da er seine Mülltonne nicht an die Straße gestellt hatte, wurde sie in der Woche nicht geleert. Zum Glück. Diese Botschaft war ein entscheidender Wendepunkt. Unter anderem war darin eine Notiz, in der BTK fragte, ob es möglich wäre, dass er per Diskette mit uns kommunizieren könnte. Ohne dass sie zum Computer zurückverfolgt wird? Seien Sie ehrlich. Ich hielt das für einen Trick. Meine Angst war, dass seine Diskette uns zum Computer eines falschen Verdächtigen führen würde. Und dass er dann wüsste, dass wir gelogen hatten. Die Beamten sichten die Überwachungsvideos des Baumarkts. Das war unsere Gelegenheit, einen Blick auf BTK zu werfen. Der Angestellte hatte uns gesagt, wo er an dem Tag geparkt hatte. Wir haben die Aufnahmen dieses Zeitraums gesichtet. Sie waren sehr unscharf. Der Angestellte stand weit von der Filiale entfernt. Man sah eine Person, aber sie wirkte wie ein Strichmännchen. Ganz egal, wie lange und wie gewissenhaft man sich die Person ansah, man konnte keine wesentlichen Merkmale erkennen. Man sah eine schemenhafte Person aus einem SUV steigen und kurz an dem Pickup stehen. Wir konnten die Person nicht identifizieren. Aber das war BTK. Bei der Videoanalyse wird festgestellt, dass der Verdächtige einen Jeep Cherokee fuhr. Das war der erste Hinweis, der uns nicht von BTK selbst geliefert wurde. Auch die Frage des Killers, ob man per Diskette kommunizieren könnte, gibt den Ermittlern Hoffnung. Wenn die Diskette eine Datei enthält, können unsere IT-Forensiker zumindest den Standort des Computers identifizieren, auf dem diese Datei verfasst wurde. BTK bat uns, über die Zeitung ehrlich zu antworten. Und zwar mit: Rex, das geht in Ordnung. Also schalteten wir eine Woche lang diese Annonce. Dann begann das Warten. Knapp zwei Wochen später trifft ein weiterer verdächtiger Brief ein. Dieses Mal bei dem örtlichen Fernsehsender KSAS-TV. Die Polizei stellt ihn sicher. Es war ein kleiner Umschlag, in dem Schmuck eines damaligen Opfers war, sowie eine lila Diskette. Ich konnte es kaum abwarten, sie an unsere IT-Forensiker zu geben. Es war sofort klar, dass sich die Diskette in einem Computer in Park City befunden hat. In einer evangelisch-lutherischen Kirche. Das Dokument wurde von einem Nutzer namens Dennis verfasst. Wir haben die Kirche mit Google Search gefunden. Als wir auf den Kirchenrat klickten, erschien ein gewisser Dennis Rader. Er war der Gemeindepräsident. Dennis Rader von der evangelisch-lutherischen Kirche. Allen war klar, dass dieser Dominostein alles zu Fall bringen würde. Wir ermittelten Dennis Raders Adresse und rasten sofort nach Park City. In seiner Einfahrt stand ein schwarzer Jeep Cherokee. Damit war klar, das ist er. Ich rief Kenny an und sagte, ruf alle hierher. Wenn der im Haus ist, hole ich ihn persönlich da raus. Wir haben ihn. Aber Lieutenant Landwehr pfeift seine Leute zurück. Stattdessen lässt er Dennis Rader rund um die Uhr beobachten.
Um an seine DNA zu kommen, ergreift er eine ungewöhnliche Maßnahme. Ich war an der Kansas State University. Die Ermittler hatten die Befugnis, beim Gesundheitszentrum meine Krankenakten einzusehen. Ich hatte mal einen Pap-Abstrich gemacht. So kamen sie an meine DNA. Die 2 Tage der DNA-Analyse fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Ich weiß noch, wie der Lieutenant mich anrief und sagte, wir haben das Ergebnis. Er ist es. Morgen früh greifen wir zu. Aber ich konnte nicht zu Hause bleiben. Ich hätte eh nicht schlafen können. Also habe ich mich auf den Zugriff vorbereitet, bin zum Revier gefahren und als ich in unsere Abteilung kam, waren alle da. Keiner ist zu Hause geblieben. In diesem Moment wussten wir, dass es endlich vorbei war. Nach so langer Zeit. Wir bezogen unsere Position und hörten ihn kommen. Wir standen in einer Nebenstraße, durch die er jeden Tag zu Mittag nach Hause fuhr. Uniformierte Polizisten ließen ihn rechts ranfahren. Kaum stand er, waren Ermittler an seiner Tür. Wir nahmen ihn fest. Ich hatte die Ehre, ihm die Handschellen anzulegen. Wir durchsuchten ihn. Dann sah er uns an und meinte, sagen Sie bitte meiner Frau, dass ich mich zum Mittagessen verspäte. Sie wissen sicher, wo ich wohne. Der Verdächtige wird zu einem Wagen geführt, der mit Kameras ausgestattet wurde. Dort erwartete ihn Lieutenant Lentwell. Er fragte nicht, wieso ziehen die mich aus meinem Wagen, was soll das, sondern, hallo Mr. Lentwell. Damit war's vorbei. Wir hatten ihn. Sobald er im Wagen saß, rasten wir los. Wir hielten erst an, als wir im Untergeschoss des Epic Centers waren. Die Ermittler nehmen Dennis Raiders DNA. Dann folgt ein 30 Stunden langes Verhör, das einige Ermittler aus der Ferne beobachten. Lieutenant Lentwer und ein FBI-Agent begannen die Befragung. Anfangs war es eine lockere Unterhaltung darüber, wer Raider war. Dann ließ Lentwer die Bombe platzen. Er zeigte ihm die Diskette und erklärte, dass IT-Forensiker ihn identifizieren konnten. Raider war richtig aufgebracht. Er unterbrach den Lieutenant und fragte, warum haben Sie mich belogen? Lentwer meinte, ich wollte Sie kriegen. Ich fand das faszinierend. Raider dachte, Lentwer würde das aus Spaß an der Sache machen, dass sie eine gute Wellenlänge hätten. Dann fragte der FBI-Agent, sagen Sie uns, wer Sie sind. Raider sagte, ich bin BTK und wiederholte es. Ich bin die Tochter von Dennis Raider, dem berüchtigten Serienmörder BTK. Er hat von den 70er bis 90er Jahren 10 unschuldige Menschen umgebracht. Ich lernte meinen Mann Darian 1998 kennen. Ich war im 2. Studienjahr, er im 1. 3 Jahre später haben wir uns verlobt und 2003 dann geheiratet. Wir sind nach Michigan gezogen, wo ich ab 2004 als Aushilfslehrerin gearbeitet habe. Als es an der Tür klopfte, habe ich sie nur einen Spalt weit geöffnet. Mein Vater hatte mir immer eingebläut, bei Fremden vorsichtig zu sein, da sie versuchen könnten, ins Haus zu kommen. Der Mann sagte, er sei vom FBI und fragte, sind Sie die Tochter von Dennis Raider aus Wichita? Ich sagte, ja. Ihr Vater ist BTK. Ich war wie von Sinn und stand unter Schock. Ich verstand nicht mehr, was er sagte. Ich hatte richtige Aussetzer. Als mich der FBI-Agent befragte, saß mein Mann die ganze Zeit neben mir und hielt meine Hand. Es war, als würde ich aus meinem Körper heraustreten. Ich stand unter Schock, war verwirrt.
Alles war völlig verrückt. Zur gleichen Zeit erhält in Kansas Carries Mutter die grausame Nachricht. Raiders Frau hat ihn anfangs vehement verteidigt. Das kann nicht sein, sie haben den Falschen. Sie war wütend, dass wir ihren Mann verhaftet hatten. Ich hatte immer Angst, dass jemand in mein Haus eindringt. Und nun saß dieser Fremde in meinem Zuhause und erzählte mir, dass mein Vater in die Häuser anderer eindrang. Da fiel mir ein, dass unsere Nachbarin Mrs. Hedge ermordet wurde. Ich erzählte dem Agenten, dass sie stranguliert wurde, als ich 6 war. Ich wusste, dass BTK Frauen erdrosselt hat. Plötzlich ahnte ich in meinem tiefsten Inneren, dass das mein Vater gewesen sein könnte. Denn ich erinnere mich, dass ich bei meiner Mom im Bett geschlafen habe. Draußen hat's gewittert und mein Vater war nicht zu Hause. Ich sagte dem Agenten, dass der Täter nie gefunden wurde und mein Vater nicht zu Hause war. Vor seiner Verhaftung wurde er wegen 8 Morden gesucht. Nun nannte ich der Polizei einen 9. Es war, als würde ich ihn ausliefern. Das Rätsel um den Serienkiller BTK könnte gelöst sein. Die Polizei bestätigte heute, dass ein Verdächtiger, der gestern in Untersuchungshaft genommen wurde, tatsächlich BTK ist. Er ist 59 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und Kontrollbeamter in Park City. Seine Hobbys sind seine Familie, die Pfadfinder und Gartenarbeit. Nun versuchen sich die Leute darüber klar zu werden, wie der Mann, den alle als Gemeindepräsidenten dieser Kirche und Mitglied der Stadtverwaltung kannten, BTK sein kann. Ich hatte ihn mir als einsamen Außenseiter mit langem, verfilztem Haar vorgestellt. Er war das absolute Gegenteil. In den 1970er und 80er Jahren arbeitete er bei ADT. Er war in unseren Häusern und hat Alarmanlagen installiert. Ein Mörder. Zudem war er Pfadfinderführer, ist mit seinem Sohn Zelten gefahren und war der am längsten aktive Serienmörder in den USA. Sobald er zu gestehen begann, fiel der Stress von ihm ab. Er gab die 8 mutmaßlichen Morde zu, sowie weitere 2 Morde in Park City. Er gestand den Mord an Maureen Hedge und Dolores Davis. Maureen Hedge lebte in der Nachbarschaft von Dennis Rader. Sie sahen sich, wenn sie den Müll rausbrachten. Hi Dennis, hi Maureen, wie geht's? Dabei plante er, was er ihr antun würde. Die Nachricht war erdrückend. Meine Mutter starb in den Händen eines der widerlichsten, bösartigsten Monster, die die Welt je gesehen hat. Man stellt sich immer den Teufel in Person vor. Und dann steht da dieser dämlich dreinblickende Idiot, der wie armer Fat wirkt. Ich dachte, ja, du bist wirklich gruselig. Du kannst sicher einer Frau nachts Angst machen, aber du bist nur eine kleine Kakerlake. Die Polizei bekommt schockierende Details über die beiden Park City-Morde zu hören. Er fuhr mit meinem Bruder und den Pfadfindern zum Campen. Das war sein Alibi beim Mord an Mrs. Hedges und beim Mord an Mrs. Davis. Er stand mitten in der Nacht auf, wenn alle schliefen, suchte Maureen Hedge auf und brachte sie um. Bei einem anderen Ausflug hat er wieder das Camp verlassen. Dann hat er Dolores Davis umgebracht, ihr irgendeine gruselige Maske aufgesetzt und ihre Leiche unter einer Brücke entsorgt. Wie krank muss man sein, um so etwas zu tun?
Dann ist er zurück ins Pfadfinderlager gegangen und wahrscheinlich zufrieden mit sich neben seinem Sohn eingeschlafen. Dieser Mann konnte mit seinem Sohn einen Pfadfinderausflug machen und im nächsten Moment jemanden umbringen. Das zeigt, wie dieser krebsartige Muskel, den er sein Gehirn nennt, funktioniert. Lieutenant Landwehr hatte die Ermittler unterschiedlichen Morden zugeteilt, die sie untersuchen sollten. Nun befragen sie den Killer abwechselnd zu den Fällen. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis. Er konnte sich genau an die Morde erinnern. Es schien ihn zu erregen, als er über die Morde sprach. Ich dachte, du dreckiges Schwein. Er meinte, er wäre der Fürst der Finsternis. Er sah sich als eine Berühmtheit. Wir sollten uns glücklich schätzen, mit ihm in einem Raum zu sein und das mit ihm zu erleben. Er nahm die Rolle eines Lehrers ein, als er uns die Morde beschrieb. Hör zu, so habe ich mich vorbereitet, denn Leute zu erwürgen ist schwieriger, als ihr glaubt. BTK hatte einen Handdruckball, der auf seinem Nachttisch lag. Darauf stand, das Leben ist gut. Damit hat er seine Hände gestärkt, um seine Opfer leichter erwürgen zu können. Das verfolgt mich bis heute. Er hatte keine Seele. Die teuflischste Person, der ich je begegnet bin. Es ist immer noch schwer für mich, wenn Leute ihn als teuflisches Monster bezeichnen oder sagen, dass er in der Hölle schmoren sollte. Das haben mir Leute ins Gesicht gesagt. Es tut weh, denn das ist nicht die Person, die ich kenne. Leute sagen zu mir, dass mein ganzes Leben eine Lüge war, weil ich mit BTK zusammengelebt habe. Ja, er war nicht der, für den ich ihn hielt, aber er war mein Vater. In diesem Viertel hat er gewohnt. Hier ist er herumgefahren. Er sah etliche Frauen. Dann fiel ihm eine bestimmte auf und die wurde es dann. Bei einem Serienkiller denkt man an einen schräg aussehenden Typen mit einem irren Blick. Aber so sind sie nicht. Vicky Waggerly lebte am Ende der Straße, direkt hier in dem Haus mit der gemauerten Veranda. Raider erzählte mir, dass er gerade Mittag aß, als sie ihm auffiel, hier auf dem Parkplatz. Er arbeitete bei ADT und aß oft in seinem Arbeitswagen. Als er hier saß und aß, hörte er ein Klavierspiel. Vicky hatte ein Klavier in ihrem Wohnzimmer. Raider hörte die Musik, stieg aus dem Wagen aus und ging die Straße runter, um nachzusehen, wo die Musik herkam. Er begann, das Haus regelmäßig zu beobachten. Dabei stellte er fest, dass dort eine Familie lebte. Der Mann fuhr jeden Tag mit seinem Truck zur Arbeit. So wurde Vicky zu einem seiner Opfer, nur weil sie Klavier gespielt hatte. Absperrbänder in einer sonst so ruhigen Straße und ruhigen Nachbarschaft. Als die Anwohner heute Morgen aufwachten, mussten sie erfahren, dass nur wenige Meter entfernt von ihnen ein Serienmörder wohnte. Er schien ein ganz normales Leben zu führen. Niemand hatte erwartet, dass der Killer ein ganz gewöhnlicher Bürger war. Dennis Rader war mit drei Brüdern in einer scheinbar normalen Familie aufgewachsen. Mein Vater hatte im Sommer 1970 seinen Dienst bei der Air Force beendet und meine Mutter in der Kirche kennengelernt. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick. Er hat die beiden Seiten seines Lebens gezielt voneinander getrennt. Er genoss es, ein Killer zu sein und als Familienmensch gesehen zu werden. Er schien normalerweise recht ausgeglichen, aber zweimal wurde er gegenüber meinem Bruder gewalttätig. Er war 21 und sie hatten einen Streit.
Mein Vater sprang von seinem Sessel auf und versuchte, meinen Bruder zu würgen. Aber in dem Moment denkt man sich, er hat nur einen schlechten Tag. Er meint es nicht so. Später entschuldigt er sich. Bei der Hausdurchsuchung tritt mehr Beweismaterial zutage, darunter auch Trophäen seiner Morde. Zu erfahren, dass Schmuck dieser Frauen und ihre Führerscheine unter unseren Holzdielen lagen, war ein weiterer dieser surrealen, irrsinnigen Momente. Rader erzählt der Polizei, dass er Mordmonturen bereithielt, Koffer oder Seesäcke mit einem Seil und anderen Utensilien für seine Tötungen. Wie sich zeigte, war er kein genialer Verbrecher. Er hatte einige Male geschickt gehandelt, aber in den meisten Fällen hat er willkürlich zugeschlagen. Er sagte uns, wo wir seine sogenannte Goldader finden würden. Beweismaterial aus jedem Fall. Und zwar in einem Rollcontainer in seinem Büro. Er hatte alle Beweise katalogisiert, inklusive der Schreiben und Zeichnungen, die er uns geschickt hatte. Der Schrank war voll. Der Rollcontainer war neben seinem Schreibtisch. Genau so hatte er den Inhalt geordnet. Diese beiden Ordner enthalten etliche Artikel über die letzten Ermittlungen im Jahr 2004. Sie gehen bis zu Dolores Davis und dem Otero-Fall zurück. Er hat etliche Zeichnungen von unterschiedlichsten Folterszenarien angefertigt. Er hat viel über gefesselte Frauen fantasiert. Er sammelte Werbefotos aus Magazinen, die Frauen zeigten. Er trug sie mit sich herum und nannte sie schlüpfrige Werbung. Selbst Bilder von Frauen in BHs gaben ihm einen Kick. Er hatte auch Fotos von sich selbst. Er hat sie per Fernbedienung mit seiner Polaroid-Kamera geschossen. Das war seine Version von Selfies in den 70ern und 80ern. Er hat sich selbst am Abflussrohr hängend dargestellt. In seinem Keller oder im Keller seiner Mutter. Am Baum hängend, im Boden begraben. Viele Bilder hat er draußen aufgenommen, auf Pfadfinderausflügen. Auch die Dolores Davis-Maske tauchte in den Fotos auf. Er trug sie, wenn er sich selbst fesselte. Hier sieht man, dass er Frauenkleidung trug, wenn er sich selbst fesselte. Manchmal war es die Kleidung einer Frau, die er getötet hatte. Das waren seine sogenannten Hotelpartys. Er nahm sich ein Hotelzimmer, räumte es frei und drapierte es mit Barbie-Puppen und Zeitschriften. Er hatte all diese kranken sexuellen Fantasien. Es war widerlich, davon zu erfahren. Jeder Ermittler würde Ihnen sagen, dass man so etwas nicht vergisst. Besonders verstörend waren die Bilder, die er von seinen Opfern gemacht hat. Vor allem von Maureen Hedge. Er hat ihre Leiche zu unserer Kirche gebracht. Sie verkleidet und fotografiert. Das ist mir sehr nahe gegangen. Was könnte schlimmer sein, als jeden Sonntag fromm vorzugeben, das Paradebeispiel eines Christen zu sein? Selbst der widerlichste Abfall der Menschheit, perverse Serienkiller wie Bundy und Gracie, sind nicht so tief gesunken. Ich kenne keinen, der so weit gegangen ist und seine Faust in Gottes Angesicht gehalten hat. Schau mal, wie witzig ich bin. Ich weiß noch, dass ich nach dem Mord an Mrs. Hedges Angst hatte und dass er sagte, alles okay, Carrie, dir geschieht nichts. Zu der Zeit, als BTK aktiv war, ging man davon aus, dass Serienkiller nicht aufhören können zu morden. Aber es gab lange Phasen, in denen es still um ihn wurde. Rückblickend sieht man, dass diese Phasen mit der Geburt seiner Kinder zusammenfallen. Offensichtlich hatte er als Vater von zwei kleinen Kindern zu viel zu tun.
Sein Sohn war bei der Navy, als Raider verhaftet wurde. Ich fragte ihn, gab es je die Situation, dass ein hübsches Mädchen vorbeilief und ihr Vater meinte, sieh mal, die ist hübsch oder nette Oberweite? Er sah mich an und sagte, das hätte mein Vater nie gesagt. Hätte ich so etwas gesagt, hätte er mir eine verpasst. Er hatte höchsten Respekt vor Frauen. Ich kenne den Mann nicht, der 10 Menschen getötet hat, darunter 2 Kinder. Ich kenne BTK nicht. Hätte ich diese Seite an ihm gesehen, hätte er mich wohl auch umgebracht. Mit dieser Frage habe ich oft gekämpft. Hätte er uns dann getötet? Die Polizei hat heute bestätigt, dass BTK in Untersuchungshaft sitzt. Fazit, BTK wurde verhaftet. Die Leute applaudierten. Alle waren so froh, dass dieser Albtraum nach 30 Jahren endlich vorbei war und dass unsere Polizei ihn gekriegt hat. Die Leute waren erleichtert, dass jemand, der so viel Angst gesät hatte, nun hinter Gittern saß. Alle bekannten Moderatoren und Reporter waren dort. Jeder Nachrichtensender berichtete darüber. Guten Abend, ich bin Carol Lynn. Die Meldung der Stunde betrifft den mutmaßlichen Killer BTK. Das war ein großer Tag in Ihrer Region für die Polizei. Die Welt wollte alles über diesen Fall erfahren. Das war ein großes Ereignis für unsere Stadt, unseren Bundesstaat, unser Land und die Strafverfolgung. Ich stand unter Schock. Ich sah diese Bilder von den ermordeten Frauen und Kindern, diese Skizzen und hörte die Stimme meines Vaters. Dann standen die Reporter vor unserem Haus. Mein Mann sagte, du musst nach Hause. Wir flogen nach Kansas City. Meine Mutter war bei meiner Tante und meinem Onkel. Sie weinte ununterbrochen. Ich legte mich zu ihr ins Bett und sagte, es tut mir so leid, Mama. Sie sagte später, dass es sich anfühlte, als wäre er gestorben. Er starb am 25. Februar. Nach mehreren Anhörungen bekennt sich Dennis Rader schließlich schuldig. Er gibt seine Verbrechen im Gerichtssaal verstörend detailliert zu Protokoll. Ich war fassungslos, als er von jedem einzelnen Mord erzählte. Er sprach über das Töten, als würde es um eine alltägliche Sache wie einen Einkauf gehen. Gelassen, sorglos und ohne jede Emotion. Er hatte keinerlei Empathie für seine Opfer. Ihm ging es nur darum, den Dämon zu befriedigen, der ihn beherrschte. Und meine Güte, hatte der ihn im Griff. Ich wusste nicht, wie meine Familie starb, bis zu seinem Geständnis. Meine Mutter sagte wohl zu ihm, möge Gott dir vergeben, was du tust. Es brach mir das Herz zu hören, dass meine Mutter dies zu einem Mann sagte, der ihre Familie vor ihren Augen tötete. Er hätte nach den Otero-Morden gefasst werden sollen. Dann wären mein Bruder und ich zwar nicht am Leben, dafür aber wohl 6 andere Menschen. Im August 2005 beginnt Dennis Raders Urteilsanhörung. Bezirksstaatsanwältin Nola Fulston ist entschlossen, das ganze Ausmaß ans Licht zu bringen. Wir mussten im Detail zeigen, was er getan hatte und welche Strafe er verdiente. Alle Ermittler schilderten ihre jeweiligen Fälle, was sich zugetragen hatte. Die Familien waren jeden Tag dabei. Sie saßen jeden Tag da und erfuhren alles. Ich hätte ihn am liebsten eigenhändig umgebracht.
Das war mein Gedanke. Shank him if I could. Meiner Familie war es wichtig, dass sie vor Gericht ging. Aber dass wir nicht dabei waren. Auf diesem Handdruckball steht, das Leben ist gut. Mr. Rader sagte, dass er damit seinen Griff trainierte? Ja. Alle Familien schilderten, was für ein Scheusal er war. Wenn ihnen das hilft, sollten sie es tun. Meine Liebe für meine Mutter verbietet es, dass Rader ihr Andenken trübt. Was ich von meinen Eltern gelernt habe, übersteigt seine teuflischen Taten. 5.326 Tage fragte ich mich, wie ich dieser wandelnden Kloake begegnen würde, die meiner Mutter ihr kostbares Leben nahm. Das war das erste Mal, dass ich in der Gegenwart dieses Dreckskerls war. Ich hatte 6 Monate lang an meiner Opferaussage gefeilt. Jedes Wort hatte den Vorsatz, ihn aufzuspießen. Wir erklären von nun an unsere Unabhängigkeit von der Tyrannei ihrer Taten. Während sie langsam und schmerzvoll zur Hölle herabsteigen, werden wir über unseren Schmerz hinauswachsen. Danke, Euer Ehren. Ich will, dass er für den Rest seines Lebens leidet. Ich wollte an den Polizisten vorbeirennen und das Arschloch umbringen. Aber als ich zu reden begann und ihn ansah, bin ich erstarrt. Das war's. Wie damals als Kind. 2 Tage lang sagen die Zeugen aus. Dann wird Dennis Rader eine Stellungnahme gestattet. Your Honor, Sedgwick County, the victims, I do realize that the crimes have committed. Wir Angehörigen hatten beschlossen, rauszugehen, sobald er zu reden begann. Und das taten wir. Ich wollte ihn nicht anhören. Ich wollte ihn umbringen. Bis heute. Das vergeht nie. The atrocious crimes have committed has continued as the Sedgwick County is a monster. He didn't care. Er hatte kein Gewissen. Er wollte nur das letzte Wort haben. Er dachte, heute ist mein großer Auftritt. We speak of a man as an evil man. The dark side was there, but now I think light is beginning to shine. Er schien wohl nicht so recht zu wissen, ob er hier verurteilt wurde oder sich für einen Oscar bedankte. Joseph Luttrell was in the Air Force. I was in the Air Force. He was a husband. I was a husband. Er verglich sich mit seinen Opfern. Josephine war ein Mädchen wie seine Tochter. She spent time on her grandparents' farm. Well, I did too, as a kid. Like we're supposed to feel bad for this piece. Sollten wir für diesen Dreckskerl Mitleid empfinden, weil er gefasst wurde? Er dankte den Ermittlern, den Anwälten, der Gemeinde. Da reichte es mir. Am Ende schwadronierte er 20 Sekunden lang über Reue, als ein Konzept. Dann zitierte er die Bibel. This is John 8:12. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have light of life. Ich sage immer, ich kann auch die Bibel zitieren. Tust du Böses, so fürchte dich, denn wir tragen das Schwert nicht umsonst. Zum Zeitpunkt seiner Morde hatte man in Kansas die Todesstrafe abgeschafft. Deshalb wird er am 18. August 2005 zu 10-mal lebenslänglich verurteilt. Das war die schwerste Strafe, die der Richter verhängen konnte. Mehr konnte er nicht tun. Lieutenant Landwehr hat jede Familie zu sich gebeten und jede ihrer Fragen beantwortet. Doch sie werden nie Gerechtigkeit bekommen. Immerhin erhielt Rader seine gerechte Strafe. Er lebt in einer 7 Quadratmeter großen Zelle und kriegt 1 Stunde Hofgang am Tag. Keiner hört ihm mehr zu. Er kann niemandem mehr Angst einjagen. Er wird jeden Tag über den Verlust seiner Familie nachdenken und über das Leid, das er anderen Familien zugefügt hat. Ich war ziemlich enttäuscht, dass sie ihm einen Fernseher gestattet haben.
Ich wünschte, er würde mehr leiden. Ich wollte, dass er die Todesstrafe kriegt. Nicht damit er exekutiert wird, sondern damit er im Todestrakt leben muss. Denn das ist viel härter als die normale Haft. Er sollte hängen wie das arme Mädchen im Keller. Und dann zu Tode geprügelt werden, wenn es nach mir ging. Wie viele andere Journalisten hat auch Larry Hatteberg Rader um ein Interview gebeten. Eines Tages erhält er einen Anruf vom inhaftierten BTK und zeichnet das Gespräch auf. 20 Minuten für 30 Jahre Fragen. Were you trying to be caught? No, I don't think so. No, I was not planning on being caught. I just played cat and mouse too long with the police. No, I was going to ride off in the sunset. A lot of remorse for it. It's something that wouldn't want to happen to my family. I just remember like being so. Ich war so wütend auf ihn, dass er diesen Schwachsinn erzählt. Er hat diese Verbrechen begangen. Er hätte sich jederzeit stellen können, aber das hat er nicht. Wir haben seine Einlieferung ins Gefängnis live gesendet. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Als sie ihn in die Haftanstalt führten, ist jeder Frau in Wichita ein Stein vom Herzen gefallen. Es war endlich vorüber. Nicht für die Familien der Opfer, aber für uns, die von diesem Mann so lange in Angst gehalten wurden. Wir sind nicht glücklich darüber, dass es 30 Jahre gedauert hat, ihn zu kriegen. Aber wir wissen, dass wir bei jedem Schritt unser Bestmögliches getan haben, mit den Beweismitteln und der Technik, die uns zur Verfügung standen. Diese Untersuchung hatte national und international sehr positive Auswirkungen auf die Strafverfolgung, die zukünftigen Ermittlern zugutekommen. Ich wollte danach direkt in die Kirche, um dieses teuflische Erlebnis abzuwaschen. Ich bin dankbar für die Erfahrung, aber ich wünsche sie keinem. Am Ende hat die gewissenhafte Polizeiarbeit triumphiert und ich durfte dabei sein. Erzählen Sie von Ken Landwehr. Das kam unerwartet. Seit BTK wieder aufgetaucht ist, gab es über 2000 Hinweise. Er war ein wundervoller Mann. Wäre er noch bei uns, würde ich ihm gerne sagen, wie sehr ich ihn mag. Es war sein Plan, der schließlich zur Verhaftung von BTK führte. Er hatte eine gut durchdachte Strategie, die glänzend funktionierte. Er war ein echtes Vorbild. Einer der besten Menschen, die ich je gekannt habe. Kurz vor seiner Pensionierung wurde bei ihm Krebs festgestellt. Er starb wenige Monate später. Gott sei Dank konnten wir Dennis Rader zuvor fassen. Das war die Krönung einer beachtlichen Polizeikarriere. Als Christ sollte ich ihm vergeben, aber das kann ich nicht. Ein Teil von mir will lernen, ihm zu vergeben. Der andere will ihm den Hals umdrehen. Ich möchte Menschen helfen, die in vielleicht noch schlimmeren Situationen waren. Ursprünglich wollte ich Motivationsredner werden, aber mein Kopf macht nicht mit. Ich wollte mich umbringen. Ich habe es als Kind mehrmals versucht, um wieder bei Mama zu sein. Sie war eine gute Frau. Als das Buch fertig war, war ich es auch. Es hat mich meine Gesundheit gekostet und beinahe meine Ehe.
Ich habe meinen Job als Journalistin aufgegeben. Es war eine riesige Geschichte, die ihren persönlichen Tribut gefordert hat. Als wir den Gerichtssaal verließen, hatten viele von uns Hoffnung, dass vielleicht nicht alles verloren ist. Dass wir mit unserem Leben denen, die wir verloren haben, Ehre machen können. Wir können ihr Andenken in Ehren halten und die Welt um uns herum ein wenig besser machen. Das bringt sie uns zwar nicht zurück und es lässt den Schmerz nicht verschwinden, aber es gibt uns die Möglichkeit, sie durch etwas leben zu lassen, das größer ist als sie und wir. Vielleicht ist das die größte Lektion, die ich bei all dem gelernt habe. Es hat lange gedauert, bis ich sagen konnte, das ist mein Vater und das bin ich. Ich lasse mich nicht über ihn definieren, aber ich muss darüber sprechen. Ich wollte anderen helfen, die Schreckliches erlebt haben, die unter Angstzuständen und Depressionen leiden. Ich wollte ihnen sagen, dass sie alles überstehen können, denn wir sind stärker. Im Dezember 2012 fühlte ich plötzlich, dass ich ihm vergeben hatte. An dem Abend setzte ich mich hin und schrieb ihm einen 6 Seiten langen Brief über mein Leben und meine Familie, über alles, was er verpasste, wie sich seine Enkelkinder entwickeln und was wir mit ihnen unternehmen. Am Ende schrieb ich: Ich werde nie verstehen, was du getan hast. Aber ich vergebe dir für das, was du mir und meiner Familie angetan hast. Ich liebe dich und hoffe, dich eines Tages im Himmel wiederzusehen. Er schrieb mir zurück. Seitdem kommunizieren wir wieder über Briefe. Er ist mein Vater. Ich vermisse ihn. Ich wünschte, dass das nie passiert wäre und ich meinen Vater noch hätte. Aber dem ist nicht so und ich kann nichts dagegen tun.